Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. In der letzten Folge wollte ich ja nochmal durch, also bis zu dieser Stelle spielen, weil wir einen Skill verkackt haben, weil wir doch mit Begleitern spielen wollten. Puh, jetzt habe ich hier gerade diesen Kampf gemacht. Da vorne laufen sie jetzt in Richtung Sanctuary und mir ist was aufgefallen, was wir letztes Mal vergessen haben. Also erstmal, hier war irgendwo ein Gegner. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Es war ein spezieller, der hatte einen Namen, der hat uns einen Schlüssel hinterlegt und ein Jagdgewehr. Allerdings, als die Todeskralle rausgekommen ist, hat die hier so ein Loch hinterlassen. Und da kann man rein. Das habe ich vorher nicht gesehen, deswegen würde ich mir das jetzt tatsächlich gerne angucken. Okay, ich war hier noch nicht drin. Ich dachte... Achso, ich dachte gerade, es wären Schüsse. Concord Bürgerzugang. Ich weiß nicht, was da drin abgeht, deswegen machen wir gerade mal Schnellspeicherung und gucken mal da rein. Wir haben noch die Powerrüstung. Ich hoffe, die geht dort nicht leer. Ich hätte die vielleicht draußen lassen sollen. Ich guck gerade mal. Obwohl, wenn da unten die Todeskralle herkam. Ich weiß nicht, ob wir nicht in so einer Art Nest dann sind. Nicht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich lasse die Powerrüstung mal draußen, damit wir mit der Powerrüstung dann quasi schnell reisen können. Allerdings würde ich doch gerne mal wissen, was sich da unten befindet. Wir gehen da sofort rein, allerdings ohne Powerrüstung. Wir sind mutig. So. Wir lassen das ganze Gerät mal hier stehen. Mal E gedrückt hält, kommt man da automatisch raus. So, hier ist unser... Hey. Boah, der sieht schon recht tot aus fast. Abbrechen. Hier aber mal hin. Wir haben die Minigun immer noch dabei. Ich muss gerade mal gucken, wie das mit unserem Inventar ist. Wie viel Platz wir da noch haben. Okay, 191. Wir haben zwei Level ab. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte Schlossknacken machen. Jawohl, einmal das. Das hier werden wir nicht wählen. Was gibt's denn hier oben? Zugang zu Rang 1 Mod zur Rüstung. Das gibt's auch hier. Für Waffen. Das sollten wir vielleicht erstmal skillen. Hier sind unsere Waffen. Wir haben nicht wirklich viel mehr. Allerdings haben wir dieses Impro-Revolver-Gewehr nicht mehr. Was ein bisschen schade ist. Dafür allerdings... hier, das Jagdgewehr. Das hatte dieser eine Raider dabei, den wir vorher anscheinend nicht gesehen haben. Wir sehen auch ein bisschen anders aus, Tatsache. Tatsächlich. Können wir gleich mal... wir sehen jetzt tatsächlich so aus momentan. Nicht mehr so super hässlich wie vorher. So. Schauen wir mal, was hier unten abgeht. Was ist denn das hier? Okay. Das hier sieht... Oh. Ich weiß nicht, ob wir hier runter wollen. Kann ich nicht sagen. Was ist das hier? Ramin? Oh, da haben wir ein Revolvergewehr. Ich würde sagen, das rüsten wir direkt mal aus. Sonst vergesse mir das. Das mache ich mal hier auf die 9. Was ist denn auf der 8? So, und was ist dann auf der 6? 5? Achso, 7 ist das. Ja, dann bleiben wir erstmal hierbei. Ne, wir wollten ja die Minigun ausrüsten. Okay, die Sache ist, wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht mehr wieder hoch. Oder? Ja, doch, doch, das geht. Was war das?
Oh Gott, mein Herz. Alter. Mein Herz. Scheiße. Oha. Ich glaube, das war der Kopf. Oh. Das dürft ihr nicht machen mit mir. Das hält, oh Gott, das hält mein Herz nicht aus. Ist das verseucht, das Wasser? Okay, das Wasser sieht tatsächlich gesund aus, oder? Ja, nein. Scheiße. Wir kriegen aber keine Strahlung, wenn wir drin stehen. Okay. Wo geht's hier lang? Das ist ein bisschen unheimlich. Direkt am Anfang hier so eine... Ist das mein... Okay, können wir den umgehen? Moment, hier drüben hat was gelegen. Nein, ich komm... Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nein! Okay, ich versuche den Meyerlurk mal nicht zu triggern. Wenn das geht. Ich möchte darüber gerne. Oder? Aber wir gehen jetzt mal hier lang. Ah, okay, hier geht... Ah. Das hätte ich gern. Okay, kommen wir jetzt da vorbei ohne den... Ne. Stopp, stopp, wo ist meine? Hier. Haben wir nicht? Moment, da muss ich jetzt mal nachgucken. Wir hatten doch... Tatsache. Molotow-Cocktail, genau. Wie war das? Alt und an. Oh. Wir haben gerade DP bekommen. Ich weiß nicht für was. Wo ist Schrotflinte? Wo ist die? Wo ist die? Ah. Boah, macht der Feature an. Alter. Ja, aber das? Wo willst du hin? Knappe Sache. Okay. Wir sind sowas von, wir brauchen höhere Schadensresistenzen. Definitiv. Oder ich würde tatsächlich sagen, Leute, aus einem einfachen Grund stellen wir die Schwierigkeit 1 nach unten. Weil es dann doch heftig ist. Ja, auf sehr schwer. Ich bin jetzt auf schwer, ist auch schon mal was, oder? Oh, den habe ich nicht gesehen. Hä, hey, was ist das denn hier? Bürgerzugang. Ich höre etwas laufen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Spielzeug außerirdischer. Hä? Irgendwas höre ich laufen auf jeden Fall. Keine Ahnung. Was gibt's denn hier? Ich weiß nicht, sollen wir hier schon rausgehen? Nee, da unten gab's noch was. Es war nicht der letzte Weg. Kommt noch hier runter. Und hier rein. Schick, schick. Impro-Gewehr nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das, 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 das. Das ist auf jeden Fall. Alter, Hund. Tabu-Tattoos? Ja. Gesichtstätowierung. Hm. Ja, 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 ja. Flasche mit Frostschutzmittel werden wir auf jeden Fall brauchen. Okay, dieser Meyerlurk hat an dem Typen hier rumgeknabbert. Was gibt's hier? Hm. Können wir da hoch? Danke sehr. Drogen. Daytripper. Ich hab was ist das hier? Bleistift. Really?
Okay. Das heißt, wir waren da hinten. Und da. Ah. Können wir das kaputt schießen? Okay, nee, von da kommt. Ah. Aha. Ja. Das wär's. Mitnehme. Okay, das kriegen wir nicht auf. Alter! Okay, hier waren wir. Wir waren da hinten. Da oben. Da oben waren wir und von da hinten kommen wir. Okay, dann gehen wir hier lang. Ja, so nebenbei. Nee, Moment, wir müssen da vor. Obwohl, wir gucken mal, wo wir rauskommen, wenn wir hier durchgehen, weil unsere Powerrüstung steht ja noch da hinten. Die will ich ungern hier zurücklassen. Tatsächlich. Na? Wo hängt's? Na los. Hä? Boah, ist das mies versteckt. Hund hat etwas gefunden. Du meinst wohl das hier, oder? Polanski. Atombunker für kleines Geld. Probieren Sie eine Jagdbratwurst, wenn alles vorbei ist. Das hat er gefunden. Okay, und wo ist jetzt die Geschichte mit der Todeskralle gewesen? Weil da müssen wir runter, da steht unsere Powerrüstung. Okay, hier sind schon mal tote Raider. Das ist schon mal gut. Ah, hier sind wir richtig. Müsste da jetzt? Perfekt. Steigen wir ein, reisen nach Sanctuary, nehmen den Kotzwort mit. Da haben wir ja geschafft, wofür wir hier gekommen sind. So, nee, tatsächlich ist es M, wie Cordy. Oder wie Map eher gesagt. Zum ausgewählten Ort reisen. So läuft das hier. Aha. So, als allererstes geben wir mal hier das Dingens ab. Können wir die Sachen jetzt schon reparieren? Ah, ne. T was. T. Reparieren und reparieren. So, jetzt haben wir eine voll funktionsfähige Powerrüstung hier. Allerdings ist der... Bitterkap? Ach so, ja. Okay, Transfer... Schrott einlagern. So. Wie können wir denn... Ich würde sagen, wir holen uns zuerst mal unseren... unseren Kollegen da hinten. Ja, das ist schön. Geh weg. Sir, ja, moin. Willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie... Neue Freunde. Könnte man so sagen. Davon kann man heute... Das wollte ich ja gar nicht. Gutsy. Es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, locker, weil wir wollten dich ja. Ja, natürlich. Oh. Keine Sorge, Junge. Dein Herrchen ist in guten Händen. Sanctuary Hills. Das ist erstmal unsere Anlaufstätte hier für alle. Cotsworth toleriert dich, weißt du? Hey. Ich höre auch, wir nehmen ihn mit und er toleriert uns. So. Ja, der Hund, der hat hier ein paar Freunde. Die kümmern sich schon um den. Keine Sorge. So. Hey. Yo. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Wir klauen dir einfach die Munition. Fertig. So. Waffenwerkbank. Billardkö. Automatikpistole. Die Impro-Pistolen machen wir alle weg. Schlagring brauchen wir nicht. Davon haben wir 4 Stück, die brauchen wir nicht. Impro-Gewehr brauchen wir nicht. Impro-Pistole brauchen wir auch nicht. Aha.
So, können wir denn unser Jagd... Wo ist es denn? Jagdgewehr upgraden. Mächtiger Verschluss. Überlegener Schaden, das hauen wir direkt mal rein. Kurzer Lauf. Leichter kurzer Lauf. Ajo, dann rein. Kolben, ne, da geht noch nichts. Was ist denn mit unserer Pistole? Da können wir auch noch nichts machen. Nee, wir haben noch zu wenig Zeug. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ja, weil wir es gesagt haben, oder? Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Nein. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Schluss damit. Nein. Du bist abhängig von dem Zeug. Du brauchst Hilfe. Nicht das schon wieder, Kind. Hör zu. Ich bin alt. Sogar älter, als du denkst. Wenn mich die Camps ich tippe mal 80 plus. Dann hatte ich immerhin einen guten Lauf. Ohne das dritte Auge hätten wir es nie so weit geschafft. Wir brauchen es. Du brauchst es. Es ist ich brauch's überhaupt nicht. ihr drohen. Sie überreden? Das dritte Auge ist es nicht wert, dass du dich deswegen umbringst, Mama Murphy. Es muss nicht definieren, wer du bist oder was du geben kannst. Das ist meine Entscheidung, Kind, nicht deine. Und jetzt... Mich verarschen? Kotzwurst hat das gefallen. Yo. Keine Zeit zum Faulenzen. Das repariert sich nicht von selbst. Hast du noch irgendwas zu melden? Ich will ein bisschen handeln. Dem Klammer auch die Munition. Wir brauchen immer Leute, die... So, als nächstes ist unsere Rüstung dran. Okay. Das ziehen wir an, jawohl. Wie können wir denn... Okay, ich wette, jetzt sehen wir super bescheuert aus. Rechtes Bein. Das wäre 2-2. Okay, 3-3. Ich sehe vielleicht wie ein Schläger aus. Versuche aber, Gewalt aus dem Weg zu gehen. Okay, wir sehen geil aus. Komm mal hier. Ich habe mir gerade überlegt, wie kann ich das wohl aktivieren? Was ich nämlich machen will. Okay, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das nicht. Das geht nicht. Nein. Verwerten. 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 Verwerte. Verwerte. Verwerten. Was ist denn das hier? Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir machen jetzt mal ein bisschen Platz, ja? So, das kommt auch weg. Die Geschichte. Die stellen wir. Wie kann ich denn die Sachen drehen? Hier. Aha. Die stellen wir einfach mal hier mit hin, würde ich sagen. Komm, jetzt haben wir das hier und das da. Ja, ist okay, ist okay. So, ESC. Okay, das da oben, das kommt, glaube ich, später noch als Quest, deswegen machen wir da erstmal nichts. Sei vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Ganzen Schrott kann man aber einlagern. Ist das aber schwieriger. So, wo ist er denn, hä? Sollten wir nicht mit ihm reden? Jetzt läuft er weg hier. Hallo? Oh, das ist unser Hund. Oh Gott. Hey, naja. Yo. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich auch. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Oh, hoffe, das ist okay. Sag ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Sarkastisch, weil wirklich zu viel zu tun scheint er nicht zu haben. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und genau darum geht es bei den Minutemen.
Ach so, ach komm. Und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, Sturges. Er ist für jede Unterstützung dankbar. So, yo, ist denn der Sturges der Gute? Komm, das können wir aber nicht mal wegmachen. Hier, zack, zack. Mir mache alles weg. Mir räume auf. Wo ist denn der Sturges? Ist er das? Nee. Okay, welcher von den Flachpfeifen ist... Oh. Oh Gott. Wo ist denn diese Flachpfeife? Sturges. Hier fall rum. Hey, Sturges. Bist du bereit für etwas Arbeit? Sag an, Kollege. Ich helfe gern. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Dann machen wir das, oder? Ja, komm. Okay, hier weiß ich nicht, ob ich hier das bauen will, weil das hier unsere Hauptbasis ist. Wir nehmen das Haus hier nebendran einfach. So viel dazu. Das Haus nebendran. Allerdings können wir nicht ein eigenes Haus sogar bauen? Okay, wenn ich jetzt sage Strukturen, Metall, Holz, Fertighäuser? Oha. Nee, ich will, wenn ich tatsächlich ein eigenes Haus bauen will, was mache ich denn? Muss ich das dann echt hier so? Kann ich nicht Böden, Wände, die einfach hier dran machen? Oh Gott, was war das denn? Es hat ja schon theoretisch hier einen Boden. Brauche ich ja nicht noch einen Boden ranzubappen. Okay, geht das so? Ich weiß nicht, sieht so aus irgendwie. Okay, das sieht jetzt komisch aus. Können wir das hier dran machen? Geht das? Ja, da war es doch gerade. Gerade hatten wir es. Hallo? Wäre es dann in der Luft oder was? Hä? Willst du mich verarschen? Okay, das sieht mega kacke aus gerade. Ich glaube, wir bauen erstmal irgendwo hier an das gelbe Haus Häuser rein, Betten rein und machen die ganze Häuserbausache dann mal in Ruhe. So. Nein. Ich muss erstmal den ganzen Chips hier wegräumen. Alles wird verscherbelt. Alles. Es wird Platz geschaffen. Alles weg. Jawohl. Oh, guck mal. Haben wir den schon? Tatsache. Das heißt, wer werde Wächte mit? Hallo? Kannst du mal hier, hä? Okay. So. Wie baut man jetzt Betten? Nein. Hier, Möbel, Betten. Ich baue so hier die Standards. Dinger, die es überhaupt gibt. Hier sind Matratzen. Geil.
Nee, tatsächlich baue ich diese winzigen Standardbetten. Reicht doch auch, oder? So. Kommen die da dran? Nein. Ach, leg mich doch. Moment, ich mach das anders. Ach, verdammt, jetzt bin ich hier wieder raus. Lagern. Lagern. Aufnehmen. So, ich stell die Dinge einmal hier hin. So, dann diese Dinger hier. Dahin. Dann den hier. Dahin. So, dann kann ich nämlich hier noch einen hinmachen. Oder sogar zwei eigentlich. Oder? Hier, na. Hier und hier. Und dann noch hier noch einer hin. Und hier noch einer hin. Guck mal, 7 Betten. Reicht das nicht? Muss reichen. Sei denn, ihr seid busy geizig. Ich weiß ja nicht. Warum haben wir allerdings so viel? Oh Gott, wir haben diese ganzen Rüstungskackdinger dabei. Ich glaube, ich verzwirbel die gerade mal. Oh, ich knall die gleich ab. Ich sag's euch. Die geht... Pip-Boy? Können wir den modifizieren? Mods? Hm. Alles weg damit. So. Verlassen. Ja. Allerdings jetzt Schrott einlagern. Okay, 120. Sieht doch schon viel besser aus. Wo ist denn der Sturgis? Da hinten läuft er. Bleib hier, du Sau. Ja, moin. Hallo. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was Muss. Wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Auch noch? Ja, ich kümmere mich drum. Sauberes Wasser? Kommt sofort. Sie sehen so bescheuert aus. Also, wie machen wir das? Schauen wir mal. Energie, Schutz, Ressourcen, oder? Ah, Wasser. Haha. Warte mal. Okay, das benötigt Strom. Das benötigt keinen Strom. Ich weiß nicht, wie viel Wasser die brauchen. Wir bauen einfach mal hier so ein paar kleine Pumpen. Okay, das hier. Und aber war das das Haus, was wir vollgepackt haben mit Betten? Ja. Damit ich da doch mal hier die Wasserversorgung ein bisschen am Laufe halte. Hier hinten so. Es muss ja nur innerhalb der grünen Linien sein, soweit ich weiß, oder? Hier, guck mal da und guck mal da. Und hier zur Sicherheit noch so ein Ding. Obwohl, ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, oder? Oh, das reicht, das reicht. So, das hätte mehr. Wie sieht's jetzt aus, Sturgis? Ich glaube, die sind alle pennen gegangen. Schauen wir mal, wie es hier drin aussieht jetzt. Du bist an diesen Ort hier gebunden. Oh, nein! Hör auf damit! Hör damit auf. Das geht dich nichts an. Tut mir leid. Ich weiß, dass du es niemandem gesagt hast, aber ich sehe es glasklar vor mir. Boah, die Alte, du steigst aus diesem Kühlschrank und erwachst in einer Welt, die nicht die deine ist. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer... Schluss damit. Nein, du bist abhängig. Nicht das schon wieder, Kind. Ohne das dritte Auge... Das kennen wir schon. Sie drohen. Ich hab's dir schon gesagt, nein. Finger weg von... Durch Einschüchterung wirst du mich nicht umstimmen. Mit dem Thema sind... Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir damit durch sind. Aber die Alte geht mir immer wieder aufs Neue auf den Sack. Der Sturgis rennt hier draußen ziellos in der Gegend rum. Hey, Kollege. Sturgis. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ja, warum machst du es nicht selbst? Komm, ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Yo, yo, yo.
So, wir sind wieder hier. Versorgerhaus. Selbe Geschichte. Warum können wir hier nicht diese Büsche wegmachen? Das ist so dämlich eigentlich. Das ist das Versorgerhaus, obwohl die alle da drüben rumgammeln. Aber hier wird gepflanzt. So, Ressourcen und Essen. Was haben wir denn? Haben wir überhaupt irgendwas? Nein, wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Das ist ja jetzt nicht so gut. Ja, sorry, aber wir haben nichts zu essen. Wenn ich da erst was einpflanze oder was finde. Was sagen eigentlich unsere Quests? Die Map. Die Folge ist ja jetzt eh vorbei. So, das haben wir. Das können wir noch nicht machen. Das machen wir später. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir nach Ten Pines Bluff. Das ist hier oben. Können wir im Museum der Freiheit uns schon mal hinporten. Oh, das ist eine coole Waffe. Sieht aus wie ein russische. Oh, Metalldämpfer. So. Da ist unser Freund. So, ich würde sagen, warum kann ich nicht? Hä? Achso. Warte mal, das ist das. Das ist das. Ah, das ist das. Wir verbrauchen die hier mal als erstes, würde ich sagen. Weil die ist ja doch ziemlich stark. Also. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, viel Glück, viel Spaß euch noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann auf dem Weg zu Ten Pines Bluff. Bis dahin.